Nee. Dankeschön für die Likes übrigens, Leute, ne? Für den Livestream. Danke. Da haben wir noch genug von Fleisch. Pommes. Haben wir direkt mal zwei nachgescannt hier. Pizza. Holen wir auch mal direkt nach. Joghurt auch noch direkt nachziehen hier. Hier haben wir jede Menge Platz. Da müssen wir hier auch mal das bestellen. Das kann ich auch noch nachbestellen. Müssen wir auch direkt zwei holen. Ja, komm, wir sollten mal lieber jetzt bestellen. Oh, hier liegt noch ein Karton mit Wodkaflaschen. So. Eskalation. Das ist richtig gut am Laufen, Leute. Der Lootregen. Da kommt gut was zusammen, ey. So, Licht sollte auch gleich angehen wieder. Gucken wir mal, Punkt 6 Uhr. Bap. Perfekt. Ach, das macht alles angenehmer. Man muss sich nicht mehr um 1000 Dinge hier gleichzeitig kümmern. So. Räum die Spaghetti jetzt mal selbst ein eben. Da muss auch mal der Chef selbst ein bisschen ranklotzen.
Mehl? Oh, das ist das Falsche. Das gehört hier hin. Das ist das andere Mehl dort. Wo krieg ich den Bot her? Was für ein Bot? Du meinst die Mod? Nexus Mods. Da muss man sich das runterladen und installieren. Turbo-Schnecke, geh mal in diesen Chatverlauf von dem Allen Triax. Guck dir einfach mal seinen Chatverlauf an. Wie kann ich eine Kasse auf geschlossen stellen? Mit E. Kannst du mit E öffnen und mit E schließen. Der ist interessant. Das ist jemand, den kannst du permabannen. Und eintragen, dass der auch nicht mehr entbannt wird. Ihr müsst mehr auf sowas achten. Einfach mal in den Chatverlauf von so jemandem gehen, reingucken. Siehst sofort, der schreibt nur Mist. Da kommt nur Müll bei rum, bei dem, was der schreibt. Dann direkt raushauen. Wir machen da jetzt kurz einen Prozess. Ihr tut die Leute, wenn die sich so benehmen, einfach direkt raushauen. Damit die nicht den vernünftigen Zuschauern auf die Nerven gehen. Ja, den kriegst du auch dort, Sina. Da sind ganz viele Mods. Kannst du dir alles durchlesen, was es da so gibt. Da machen wir jetzt kurz einen Prozessmods. Götze Royal, Dankeschön für 9 Monate. Liebe geht raus. Ich danke dir für den Support. So, hier haben wir das Wasser. Tag. Okay, die Kunden sind schon alle durch. Ey, Kartoffelpüree. 2 Stück. Thunfisch hoch, Reis und Steak runter. Das bestellen wir nach. Das bestellen wir nach. Obwohl ich davon eigentlich noch was haben müsste, ne?
Das ist der Grüntee. Huch. Hier haben wir Hack. Da ist noch mehr als genug vorhanden. Da brauche ich nicht nachbestellen. Hackfleisch kann wieder raus. Standard Philipp, moin, mein Lieber. Alles gut? So. Zack. Dann bestücken wir die Sachen jetzt auch nochmal nach. Otti! Dankeschön für die Rosen. Moin! Seit wann auf TikTok? Ey, wie lange bin ich schon hier? 2 Monate? Ich fange jetzt aber richtig an auf TikTok gerade erst. Ich bin auch schon Videos und so am Hochladen. Läuft auch richtig gut. Streamtechnisch ist ein bisschen ruhiger, ist aber nicht so schlimm. Es braucht halt seine Zeit, damit sich sowas aufbaut, ne? Aber ich habe auf jeden Fall schon auch den einen oder anderen Stammzuschauer mittlerweile hier. Und es macht mir Spaß. Respekt, mach weiter so. Danke, danke. Und danke schön nochmal für die 14 Rosen. Liebe geht raus. So, alright. Alles ist ordentlich eingeräumt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Zack, kann der nächste Tag beginnen. Let's go. Otti der Pups, moin! Jetzt auf Twitch oder was? Hot Sauce müssen wir nachbestellen.
Beides? Sehr nice. Boah, Standard-Philip noch nicht so gigaweit. Also da geht noch einiges mehr. Da kann man noch viel, viel, viel mehr holen. Mayonnaise? Ey, was? Nein! Sag nicht, der hat hier einen Mülleimer getan. Stell ich mir 9. Gut, den kann ich jetzt erstmal direkt ins Regal tun, weil den werde ich nicht verräumt kriegen. So, und die kann ich hier hinten dazu packen. Da habe ich nämlich den Platz für. Ich glaube, den kriege ich sogar fast leer. Eine einzige bleibt noch übrig. Ah, die vergessen das nicht, Standard Philipp. Die tun erst ab einem bestimmten Grad auffüllen, wenn eine Sache bis zu einem gewissen Punkt leer ist. Deswegen füllen die manches bei mir nicht auf, ja. Turboschnecke, wenn du Bock hast, kannst du bei World of Tanks auch mitmachen, ne? Rooksnow, moin! Also wir wollen diesen Donnerstag und nächsten Donnerstag 18 bis 20 Uhr wahrscheinlich reingehen. Romo, dankeschön für den Follow. Nike, dankeschön auch an dich für den Follow. Ey! Guckt der so böse? Moin Tim, alles gut? Thank you.
Was ist mit der Musik wieder los? Oh, man. Das müssen wir nochmal neu nachkaufen, ne? Junge, und hier sind noch so viele Kunden und ich bin schon bei 20k. Ich stelle mich mal zur Not hier an die Kasse. Damit die Kunden auch zu mir kommen. Hab dich noch nie auf TikTok gesehen, immer nur bei Twitch. Ich bin jetzt schon was länger hier, Tim. Ich biete jetzt beides an. Ich stream parallel auf Twitch und TikTok und ich plane auch noch demnächst wahrscheinlich auf YouTube noch zu gehen. Ich habe Modifikationen, ja. Holen wir mal noch nach. So, 22.000. Junge, Junge, Junge. Banane, Dankeschön für die Rose, Liebe geht raus. Wieder 65 Kunden. Boah, fast 5.000 Profit gemacht. Der Elo-Reis. Ist nochmal im Preis gefallen. Das ist ja derbe. Übrigens fällt mir gerade mal ein, eine Sache, die ich auch noch machen muss. Ich muss meine Rechnungen bezahlen, ne? Da habe ich jetzt schon länger nicht mehr dran gedacht. Okay, aber das geht ja noch. Hält sich alles in Grenzen. Splatter Johnny, moin, alles gut? So, jetzt hauen wir hier erstmal die ganzen Sachen rein, dann können die gleich nachbestücken direkt wieder.
Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist noch mehr so ein bisschen das Einrichten vom Supermarkt, dass da mehr kommt. Mir fehlen so ein bisschen die Aufgaben noch so abseits von dem, dass man immer wieder Ware nachbestücken muss und lagern und Kunden bedienen. Ja, auch so ein bisschen dieses Sauberhalten und alles. Ich hoffe, dass das so die nächsten Sachen sind, die dann reinkommen werden. Damit man abseits von dem, ich sag mal, schon sehr monotonen Gameflow, den man jetzt hat, dann ein bisschen mehr Abwechslung hat. Cleaning kommt. Ja, ich weiß, dass das kommt, aber ich hoffe, dass das zeitnah kommt. Weil wenn das jetzt zu lange dauert, dann könnte das sein natürlich, dass dann einige Leute sich an dem Game relativ satt spielen. Das Problem bei den Spielen ist nämlich meistens Mini-Quests in der Art. Nee, keine Mini-Quests. Das Problem bei solchen Spielen ist meistens, dass das zu lange dauert, bis der Content nachkommt. Und dann verlieren die Leute so ein bisschen das Spiel aus den Augen. Da musst du entweder sehr große Updates liefern, um immer wieder das Interesse und die Aufmerksamkeit auf dein Spiel wieder zurückzulenken. Ja, oder das schaffst du halt nicht, weil die Leute halt andere Sachen zocken dann, ne? Silvana, moin! Nee, du kannst die Wandfarbe nicht ändern. Du kannst fast gar nichts ändern hier. Deswegen sage ich ja, ne? Ich fände es geil, wenn man da mehr Möglichkeiten hätte, dass man auch viel Zeit in die Gestaltung seines Ladens und so investieren kann. Weil im Moment hast du halt einfach diesen monotonen Gameflow. Der macht schon Spaß, ja. Aber wie ich gesagt habe, irgendwann hast du dich ja auch satt dran gespielt, ne? Julia wieder da. So. Soweit sieht das ja schon wieder ganz gut nachbestückt aus, ne? Kaffee auch? Ja, let's go. Nächster Tag. Schließen wir erstmal. Ich könnte auch mal gucken, wegen den Lizenzen. Ich glaube, die nächsten waren relativ weit, ne? Und der nächste Abschnitt, oh, den könnte ich mir leisten. Ich kaufe den sogar.
ist mein Laden noch größer. Ich glaube, ich kann den aber einfach so lassen. Ich warte einfach, bis ich alle drei Abschnitte hier habe. Also noch den zweiten und den dritten. Ich lasse das einfach erstmal so offen. Da können die Kunden halt einfach noch nicht hingehen. Das ist jetzt hier hinten noch irgendwie, ja, abgesperrter Bereich. Es müssten aber jetzt theoretisch mehr Kunden am nächsten Tag kommen. Weil durch den größeren Abschnitt sollten mehr Kunden kommen. Also hier seht ihr das auch nochmal, ne? Wie viele Abschnitte ich hier holen kann. Das ist geisteskrank. Also das geht so weit. Ey, wie teuer die auch noch werden später. 146.000 kostet der Abschnitt 22. Ne, Sönke. Es gibt aber mittlerweile Mods, die kannst du dir runterladen. Da musst du eine Taste drücken, dann wird alles eingelagert und so. Muss nachbestellen. Das Geile ist, mit diesem Scan-Gerät, da kriegt man das so schnell nachbestückt, das ist auch nice. Tag. 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 Alright, das haben wir alles. Dann brauchen wir das. Das. Das brauchen wir, das. Das. Stellen wir auch schon mal nach. Das. Hack müsste ich eigentlich noch haben. Hier brauchen wir Eis. Krabbensticks haben wir noch. Oh. Das bestellen wir mal nach. Da holen wir nochmal. Und hier. Die sind aber auch gut am Aufbrauchen, ey. Da muss ich ehrlich mal sagen. Ich glaube, ich muss einen größeren Ausbau meines Supermarkts demnächst mal planen. Ach, der steht hier durchs Regal an, okay.
Tag. Okay, das packen wir mal hier. Okay, das können wir auch schon mal wieder verräumen. Funktionieren die Mods ordentlich, ja? Ich habe keine Probleme. Scharfe Soße. Süßigkeiten. Junge, die kaufen raus, das ist geisteskrank. Krank, krank, krank. Ja gut, das kann natürlich immer noch passieren, Becky, ne? Mal abwarten. Ach, das Moussaka. Er sollte die Packung ein bisschen unterschiedlicher machen, der Entwickler. Ich finde, Moussaka und Lasagne sehen sehr gleich aus. Ich stehe da manchmal wie so ein Dulli vor und wundere mich, warum ich das nicht einsortieren kann. Wenn es mal schnell gehen muss, achtet man eigentlich nur auf die Farben der Verpackung. Was ich unfassbar gut eigentlich gemacht finde in dem Game. Aber gut, das ist dasselbe jetzt hier auch mit dem Reis. Rattenfänger, moin, Massimondo, hi. Von denen habe ich ja noch mehr als genug. Die kann ich erstmal hier unten noch dazu packen wieder. Was ist ein Mod? Eine Modifikation. Da kannst du das Spiel mit modifizieren. Zack, 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 zack. Okay, Käse ist auch eingeräumt. Zack, nächster Tag. Bier, blondes Allee und Kalbskotelett.
Din, di, 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 din. Din, di, 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 din. Zucker, Zucker, Zucker. Bob, bob, haben wir da verräumt. Dann müssen wir mal gucken. No! Ach Mann, wer von euch Idioten war das denn? Das darf doch nicht wahr sein. Ihr bringt mir meinen Laden durcheinander. Ach, du heiliger Strohsack, ey. Da hat einer richtig, richtig Kacke gebaut von denen. Also richtig Kacke. Das macht mich echt gerade ein bisschen traurig. Die sind auch schon voll. Hier haben wir noch jede Menge Joghurt, okay. Den brauche ich eigentlich gar nicht nachbestellen. Salz habe ich auch jede Menge. Boah, hier ist nochmal Joghurt. Tun wir erstmal dahin verräumen. Ich glaube, ich muss echt mein Lager mal in Kürze anfangen, komplett zu sortieren und richtig ordentlich aufzubauen. Also spätestens, wenn wir die Mod drin haben, wo ich auf einen Schlag alles ins Lager sortieren lassen kann, werde ich das machen. Das macht einfach nur Sinn dann. Weil ich will ja auch nicht ewig hier alles von Hand immer einsortieren, ne? Hier haben wir noch Mehl. Ist voll. Ich habe hier auch noch diesen braunen Zucker und so, den brauche ich, ne? Erdnussbutter. Auch nachgefüllt. Ne, jetzt gerade nicht, Audient. Ich bin auch momentan echt, was Games angeht, komplett ausgelastet. Weil so viel am rauskommen ist, das ist komplett crazy im Moment. Danke für dein Video mit den Updates, die kommen sollen. Gerade gesehen. Ja, Becky, da kommen noch viel mehr solcher Videos zukünftig. Ich wollte jetzt auch über die ganzen Modifikationen, die ich nutze, Videos machen. Ich weiß gar nicht, war der Reis in so einem Karton? Ja, zum Glück. So. Nein! Den räumst du nicht dort ein. Du räumst da keinen Reis ein. Oder die Macaroni. Das mach ich. Stell die Jada wieder ab, Kollege.
Boah. Die treiben einen zur Weißglut. Ja, Becky, das geht. Es gibt auch noch eine Mod, da kannst du eine Taste drücken, wenn das bestellt ist. Und dann ist alles eingelagert im Regal. Das werde ich mir noch drauf machen und dann wollte ich darüber ein Video machen. So. Okay. Da bestellen wir nochmal nach. So. Okay, sehr nice. Ach, warte, Martin, nicht Honig. Ja, ich pack mir den einmal in den Warenkorb. Sicher ist sicher. Wie läuft der Laden? Sehr gut. Hast du alles geregelt, Schatz? Weißt du, wie alles funktioniert? Ding, ding, ding.
So, Pommes sind nachbestückt. Rest machen wir morgen, wenn ich alle Infos habe. Ah, okay, alles klar. Ja, da machen wir morgen, wie gesagt, eine Liste und dann sollte das klappen. Drumsticks sind auch jetzt wieder gut nachgefüllt. Na, was ist wieder leer gegangen? Spaghetti oder so? Ah, das Reinigungsmittel. Oh, alright, alright. Da holen wir direkt mal zwei Kartons nach. Zack, zack. So. Core Viral, moin, alles gut? Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Ich glaube, ich kann nicht mehr nachbestellen, ne? Doch. Das ging noch bis 9 geht's immer. Perfekt. Das Geile ist auch das Nachbestellen und so. Das geht jetzt ohne Probleme hier, dass du auch mal was, wenn du schnell nachbestücken musst, hinbekommst. Weil du musst dir jetzt nicht mehr die ganze Zeit das merken, um an den PC zu gehen. Bei mir ist alles bestens, Cori Viral. Danke, danke. Moin Marcel, danke für den Follow. Ey, sorry, leider gar keine Ahnung. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, hast du vielleicht irgendwie die falsche Soundquelle ausgewählt in Windows oder so? Vielleicht hast du allgemein nirgendwo Sound? Oder vielleicht einfach den Sound in Windows gemutet? Ist mir auch schon mal passiert. Ich habe mich da die ganze Zeit gewundert, warum ich keinen Sound habe. Da hat er irgendwie auf dem Bildschirm den Sound gelegt oder so. Hm. Da
Das ist komisch. Keine Ahnung. Joghurt haben wir mehr als genug. Trotzdem vielen Dank, kein Problem. Lasagne und Geschirrspültabs. Lasagne und Geschirrspültabs. 14,70. Und Geschirrspültabs. Das sind bestimmt die anderen hier jetzt, ja. 18,77. Zack. Alright. Dann machen wir jetzt noch die Nachbestückung. Zack. Ich glaube, die mache ich sogar diesmal selber. Damit das alles ordentlich nachbestückt ist. Die haben ja eh noch ein bisschen zu tun, meine Mitarbeiter hier. So, Bierfässer. Dann das Moussaka. Ja. Moin Panda Dog, alles gut? Lasagne. Ich liebe Lasagne. Lasagne ist ein geiles Gericht. Also Lasagne ist wirklich schon, muss man sagen, schon ziemlich, ziemlich lit. Vor allen Dingen so eine frische, selbstgemachte Lasagne. Die ist schon absolut Endgegner.
So eine Lasagne ist ein richtiger Boss, ja? Das ist einfach ein geiles Gericht, ne? Muss man einfach sagen. Kommt drauf an, Turboschnecke. Es gibt Marken, die haben sich auf Fertiglasagne spezialisiert, die wirklich hochwertig ist. Da gibt's so eine, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Die haben auch so Nudeltüten und alles gemacht. So eine Marke. Von denen habe ich mir mal die Fertiglasagne geholt. Die war saulecker. Da hast du geschmeckt, dass das auch eine gute ist. Ja, du darfst halt nicht diese billigen holen, ne? Von Ja oder so. Wo du noch ein bisschen Pferd mit in der Lasagne hast. Ich rede jetzt schon wirklich von so einer richtig ordentlichen. Da steht auch dann drinne, dass zum Beispiel das Hack aus 100% Rindfleisch ist. Wie geht's gut soweit, Pandadoc? Und selbst? Horizon Sun, moin! Alles gut bei dir, ja? Und selbst? Kollege, was machst denn du da? Hier ist kein Reis mehr, der ist schon längst weg. Aufhören. Geh bitte wieder in die Pause. Hier wird nicht mehr jetzt gearbeitet, Mittagspause. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Chat. Klar, endlich Feierabend zocken. Nice, Horizon Sun. Dann viel Spaß. Dann starten wir den Tag. Jo, auch froh, wenn ich gleich zu Hause bin. Ja, nice, Pandadoc. Ich kann auf jeden Fall sagen, Pandadoc, in SOT wird es richtig, richtig hart zur Sache gehen demnächst. Ich habe mit Rare einige coole Zusammenarbeiten vor. Ich krieg auch richtig krasse Skins zum Verlosen. Unter anderem von vom Gilded Phoenix Set und so. Ja, ich bin gerade im Supermarkt am Start, Horizon. Ich muss für YouTube wieder ein bisschen Content produzieren. Gleich geht's irgendwann auch noch rüber in Dings. Horizon Forbidden West. Da muss auch wieder ein bisschen Gas gegeben werden. Ey, ich habe mir eine richtig geisteskrank krasse Maschine bestellt, Chat. Das muss ich euch erzählen, die Story. Und zwar habe ich mir einen Plüster oder wie sich das schimpft, bestellt. So eine Maschine, die übertrieben Luft macht. Also so richtig, ne, wie so ein Hochdruckreiniger. Aber halt nur mit Luft. Die macht so stark Luft, wenn ich über meine Tastatur gehe, drückt die Tasten ein. Und heute habe ich diese Maschine genutzt und habe mal hier in den ganzen Ecken, weil das hat mich ultra abgefuckt, weil ich auch immer am Niesen bin, diesen ganzen Staub. Ich habe mir so eine Maske angezogen hier, so eine Covid-Maske und Julia auch. Und dann hat sie den Staubsauger genommen, hat den gehalten und ich habe mit dem Gerät überall gepustet. Boah, Junge, da kamen so dicke Staubwolken. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Staub manchmal in irgendeiner Ecke liegt, wo man das gar nicht vermutet erstmal.
Heilige Scheiße. Zeig mal, ja, ich baue doch jetzt hier nicht das ganze Gerät auf. Digga, der hat übelst die Power. Das brauche ich auch. Ey, ich bin über meine Tastatur gegangen, ne? Da waren 2, 3 Krümel oder so drin. Die sind richtig rausgeflogen. Der hat so Power, die Luft, ne? Ey, wenn ich mit dem hier pusten würde, würde der die Maus sogar so bewegen. Der Luftdruck. Der ist so krass. Das ist komplett crazy. Ihr glaubt nicht, was das für ein Gerät ist. Das ist, ja, das ist wie so ein Laubgebläse. Nur noch krasser. Aber der ist auch nicht riesig. Das ist so ein kleines Gerät. Kannst du einfach so nehmen und dann... Pff, der ist übertrieben nice. Ich habe mir den auch geholt, weil ich habe an meinem PC so Staubgitter, die den Staub auffangen. Und die kann ich rausziehen. Dann kann ich auf den Balkon gehen und kann, den da, kann die auspusten dort. Ich sag's so, wie es ist. So ein Gerät ist der Game Changer. Richtig nice. Einfach mal sowas kaufen und damit Spaß haben. Alter, kaufen die hier wieder. Direkt schon mal nachbestellen. So. Ich bestücke jetzt direkt mit nach. Damit das schnell geht. Jo, Panadoc. So. Oh, ich hoffe, ich habe von der Sprite-Soda nachbestellt. Die sind hier so am Leerkaufen gerade wieder. Manche Tage rasten hier komplett aus. Aber da kann ich auch nicht mehr viel machen, wenn die auf ein Produkt sich so stürzen. Da ist meine einzige Chance, nur noch mehr von dem Produkt anzubieten auf einmal. Schokolade haben die auch schon wieder verbraucht. Ey, das war alles rammelvoll.
Der einzige Nachteil bei dieser No-Limit-Bestellungsgeschichte ist, dass die Kartons halt hier echt überall rumfliegen, ne? Mein Laden ist sortiert, Ibrakadabra. Nur weil du das so siehst, muss das ja nicht so sein, ne? Oh, da war übrigens nur ein Dings drin, aber egal. Wir müssen schnell einsortieren. Alter, die kaufen aber auch wieder geisteskrank. Ich bin jetzt schon wieder bei 14.000. Ich kann gar nicht so viele Regale im Laden platzieren, wie die kaufen teilweise. Wie soll ich denn die Produkte dann in der Menge anbieten? So. Das sind die mittleren, ne? Hier. So. Nachbestellen kann ich leider nicht, aber die kaufen ja noch hier. Die meisten sind aber auch schon durch mit ihrem Einkauf. Aber man merkt schon, dass das mehr Kunden sind, wenn der Laden größer wird. Die kaufen so viel, ne? Ist das krank? Okay. Dann tun wir den Tag beenden. Junge, 76 Kunden waren da. 3500 Profit gemacht an einem Tag jetzt. Und ich musste echt ordentlich nachbestellen, ne? Geschnittenes Brot und Soda. Sepp-Soda, die hier. So, und dann haben wir noch das geschnittene Brot, das günstiger wird. So, und dann werden wir beim nächsten Tag hier wieder weitermachen im Geschehen. Für die Leute auf YouTube, wie immer.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar da. Und wenn ihr das nächste Mal nicht verpassen wollt, haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Bis dann. Tschüss zusammen.